Die Presse meldet, dass Peter G. offenbar im alkoholisierten Zustand gefahren ist. Allerdings wurde ein Alkoholtest nach dem Unfall weder von der Polizei noch von der Staatsanwaltschaft beauftragt. Was? Was? Es gibt keinen, der so fresh reacted. Immer real, immer echt der Beste. Ey, wenn Sascha reagiert, bin ich ruckzuck da. Ey, wenn Sascha reagiert, Mann, dann guckst du's an. Wir kommen jetzt zu einem Video, was zurzeit richtig gehypt wird und viele von euch haben sich das gewünscht. Und zwar geht es darum, nämlich um dieses Video hier von SternTV. Also ich habe keine Ahnung, ob das jetzt funktioniert, ob das FBI Copyright Strike rausballert, ja, ein Copyright Uppercut mir reinballert und reinschallert oder ob wir es hochladen dürfen, keine Ahnung. Aber ihr wollt das euch gönnen, dann schauen wir halt mal rein, solange wir können. Mal schauen, ob es was wird. Und zwar geht es um fahrlässige Tötung durch Polizist. Das Urteil im Fall Fabienne 21. Es geht hier nur 9 Minuten, schauen wir mal rein, ist ein Fall, der anscheinend hier hohe Wellen schlägt und irgendwie die Gemüter erhitzt. Schauen wir mal, ja, wir schauen jetzt einfach mal, Freunde. Gestern Berlin-Moabit am Kriminalgericht. Eine Mutter und ein Vater fordern Recht, fordern Gerechtigkeit. Hier ist ein Mensch tot gefahren worden, ja, und er hat einfach einen Fehler gemacht und er muss dafür gerade stehen. Angeklagt ein Polizist. Er hat eine junge Frau getötet. Okay, das ist also Fabienne. Mit dem Streifenwagen während einer Einsatzfahrt. Er hat meiner Tochter das Leben genommen und ihm war völlig egal, wer noch drauf ging halt, ja. Im Raum steht ein Verdacht. Er ist betrunken gefahren. Okay. Das ändert jetzt mal natürlich den Tatbestand enorm, ja, beziehungsweise die Lage hier. Ihr wisst ja, Freunde, ich habe ja auch mal einige Jahre Jus studiert, also Jura. Und ja, da ist halt Interesse da. Da ist Interesse da. Das finde ich immer richtig interessant, solche Fälle, ja, und wie das dann das Rechtssystem löst. Also was macht das Recht? Ja, wie kann man das fair lösen? Bin ich jetzt gespannt, was da rauskommt und was da los ist. Wir sind in Berlin bei Britta und Christian Martini. In ihrer Wohnung haben sie diesen Ort der Erinnerung an ihre Tochter Fabienne geschaffen. Sieht sehr lebensfroh aus. Sie war immer lebensfroh, lebenslustig. Ja, als ob. Nein, Freunde, ja, ich habe das noch nicht gesehen. Ja, Real Talk. Das würde ich euch natürlich sagen. Und, eigentlich hat sie immer gestrahlt. Einzigartig. Einfach ein toller Mensch. Eine tolle Tochter. Fabienne geblieben sind Videos, Fotos, ein Fuß- und ein Handabdruck als Dreijährige. Ein Geschenk für die Großeltern zu Weihnachten. Jedes Stück von Fabienne, was ich habe, das behalte ich halt auch, ja. Und das gibt mir Kraft halt, ja. Es ist der 29. Januar 2018, 13 Uhr. Fabienne Martini ist in der Nähe des Roten Rathauses in Berlin-Mitte unterwegs. Sie will sich mit einem Café selbstständig machen, möchte deshalb hier bei einer Bank ein Geschäftskonto eröffnen. Sie war einfach so stolz und so ehrgeizig und hat sich so gefreut, dass sie mit 21 so einen eigenen Laden übernimmt. In diesem Moment geht bei der Polizei Berlin ein Notruf ein. Raub in einem Einkaufszentrum ganz in der Nähe. Die Besatzung eines Streifenwagens fährt durch diesen Tunnel mit Blaulicht und Sirene. Fabienne fährt genau vor diesem Tunnel die Straße mit ihrem Auto entlang. Sie will auf einem der Parkplätze auf dem Mittelstreifen parken. Fabienne biegt langsam nach links. Der Streifenwagen kann nicht mehr rechtzeitig bremsen, rammt mit 93 km pro Stunde die Fahrertür. Wow. Ersthelfer und Rettungskräfte versuchen, Fabienne wiederzubeleben. Vergebens. Eine halbe Stunde nach dem Zusammenstoß stirbt Fabienne am Unfallort. Am Abend klingelt die Polizei bei den Eltern. Sind Sie fromm? Oh je. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt mir anschauen kann, weil da werde ich immer richtig emotional. Martini, ja, können wir mal reingehen? Und dann beim Schließen habe ich dann gesagt, Sie wollen mir jetzt nicht sagen, dass irgendwas mit meiner Tochter ist? Doch. Ja, Ihre Tochter hatte einen Autounfall und er war tödlich. Puh. Ich bin zusammengebrochen und nein, das stimmt nicht, das kann nicht wahr sein, das kann nicht unsere Tochter sein, Sie müssen sich irren.
Der ist wirklich richtig, also hat dann irgendwie auch prompt unseren Wohnzimmertisch genommen und durchs Wohnzimmer geschubst und und samt allem, was drauf war, Essen, Laptop stand drauf, alles. Und er hat immer wieder gesagt, nein, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das ist nicht unsere Tochter. Und er hat überall angerufen, er sagt, die sagen hier, unsere Tochter ist tot. Sag doch, das stimmt nicht, das kann nicht sein. Ah, ich pack's nicht, Freunde. Scheiße. Ah, das geht mir nah. Das geht mir nah. Na? Die Tochter gestorben bei einem Polizeieinsatz in der Innenstadt von Berlin. Am nächsten Tag erfahren Britta und Christian Martini, dass dieser Unfall vermeidbar gewesen wäre. Dann haben sie auch gesagt zu uns, dass ein Ermittlungsverfahren gegen den Polizisten läuft, weil er wohl zu schnell gefahren ist. Was? Also, Fabienne, 21, stirbt, weil ein Polizist, der zum Einsatz musste, zu schnell gefahren ist und ihr da reingekracht ist. Den Unfall verursacht hat Hauptkommissar Peter G. Ende Oktober beginnt gegen ihn der Prozess. Peter G. steuert am Unfalltag den Streifenwagen durch den Tunnel. Bei Fahrten mit Blaulicht und Sirene gibt es zwar keine Geschwindigkeitsbegrenzung, aber Sicherheit hat immer Vorrang. Mehrere Berliner Polizisten sagen vor Gericht aus, dass 70 bis 80 Kilometer pro Stunde bei Blaulichtfahrten als noch angemessen gelten. In dem Prozess gegen Peter G. sind diese Polizisten als Zeugen geladen. Peter G. fährt nicht 70 bis 80. Am Ende des Tunnels erreicht er 136 Kilometer pro Stunde. Die kmh-Zahl, die war ja dann unglaublich. Die kam ja dann sozusagen auch durchs Gutachten raus, wie schnell er gefahren ist. Und da habe ich gesagt, das ist doch nicht normal. Zumal er die höchste Geschwindigkeit dort erreicht, wo eine Kurve und diese Anhöhe die Sicht versperren. Wer ist Peter G.? Seit mehr als 30 Jahren ist er Hauptkommissar im Dienst. Er fotografiert gerne, stellt solche Bilder von sich ins Netz. Auf Facebook und in einem Blog berichtet er regelmäßig über seine Einsätze als Polizist. Weil ihn ein Festgenommener provoziert, schreibt er: Eigentlich zog die Linke gerade. Einen anderen Verhafteten bezeichnet er als ein menschenverachtendes Stück Scheiße. Hatte sich Peter G. an die What the fuck? Diesem Tag nicht unter Kontrolle? Je länger die Ermittlungen andauern, umso häufiger denken die Martinis. Da stimmt doch irgendwas nicht. Ich sag, wer weiß, was da noch im Spiel war. Also da war schon so der Verdacht dann da, dass hier irgendwas nicht in Ordnung ist. Fast genau ein Jahr nach dem Unfall bestätigt sich dieser Verdacht. Die Presse meldet, dass Peter G. offenbar im alkoholisierten Zustand gefahren ist. Allerdings wurde ein Alkoholtest nach dem Unfall weder von der Polizei noch von der Staatsanwaltschaft beauftragt. Was? Was? Ich glaube, das ist doch das absolut Erste, was man macht. Sogar bei einer normalen Verkehrskontrolle, wenn jetzt sowas auffällig ist, dass man jemand viel zu schnell fährt oder vielleicht sogar über ein Promille, wie es ja gestanden ist, hat, dass man da schon Anzeichen sieht, dass man sich denken kann, ja gut, da machen wir jetzt lieber mal zur Sicherheit mal einen Alktest und kontrollieren das Ganze mal. Und vor allem bei so einem heftigen, aufprallenden Unfall, wenn jemand stirbt, da wird, glaube ich, routinemäßig direkt mal entweder Blut abgenommen oder halt geblasen. Sprich halt Atemlufttest, mehr oder weniger, als Alkoholtest. Also es wäre mir jetzt komplett neu, dass man dann kein... Was? Was? Unter anderem, weil niemand bei Peter G. Alkoholgeruch bemerkt habe. In der Berliner Charité, dem Krankenhaus, in dem Peter G. Bei 1 Promille kein Alkoholgeruch ist, kenne ich mich nicht aus. Klingt komisch irgendwie, aber vor allem, dass nicht, wenn beim Autounfall, wo sogar jemand stirbt, dass da nicht dann beim verschuldet, beim, ja, dass da nicht ein Alkoholtest gemacht wird. Hä? Ich weiß, hä? Okay. In der Berliner Charité, dem Krankenhaus, in dem Peter G. nach dem Unfall untersucht wird, stellt man offenbar genau diesen Alkoholgeruch fest. Deshalb wird das Blut des Polizisten untersucht. Ja dann, haben wir sehen. Und dann hieß es wirklich, dass er 1,1 Promille hatte und ich habe wirklich gedacht, ich kriege einen Herzinfarkt. Mein Körper hat sowas von reagiert. 1,1 Promille gemessen eine Stunde nach dem Unfall. Peter G. wäre damit absolut fahruntüchtig gewesen. Monatelang lag das Testergebnis in Peter G.'s Patientenakte.
Das Problem: von sich aus darf die Charité dieses Ergebnis nicht weitergeben. Datenschutz. Dann gibt es aus der Klinik einen anonymen Hinweis an die Staatsanwaltschaft Berlin. Die will nun unbedingt an Peter G.'s Patientenakte. Sie eröffnete ein Verfahren gegen die Charité wegen Strafvereitlung. Es ist ein Trick, um die Akte beschlagnahmen zu können. Ein Gericht entscheidet kurz darauf, ein illegaler Trick. Das Ergebnis des Bluttests darf beim Prozess nicht verwendet werden. Okay, so. Das sind halt die Momente, wenn das Rechtssystem halt auch an die Grenzen stößt. Das ist halt, was soll man dazu noch sagen, Freunde? Jetzt haben wir da tatsächlich sogar eine Blutentnahme. Wir haben Datenlage, die klar bestätigt, dass er Alkohol getrunken hat und zwar 1,1 Promille hatte. Wir haben hier eine klare Datenlage. Dennoch können wir hier nicht auf den Beweis zugreifen, aus irgendwelchen Gründen, die es halt im deutschen Recht hier so gibt. Also was? Der Datenschutzteil, ja, darf man nicht vergessen, der dient auch dazu, natürlich auch zum eigenen Schutz, ja, von uns allen. Da gibt es halt Grenzen. Aber dass man in so einem Fall, wenn es klar offensichtlich ist, dann das Beweismaterial nicht verwenden darf, ja, da gehen wir jetzt richtig krass ins Strafrecht rein, in die Strafprozessordnung rein, StPO rein und so weiter. Ja, da stehen die ganzen Paragraphen drin, zumindest im österreichischen Recht, wird im deutschen nicht ganz anders sein. Und boah. Also das finde ich schon extrem heftig. Bis zuletzt hofft die Familie, dass dieser Bluttest beim Prozess doch noch als Beweis zugelassen wird. Dass dieser Alkohol, dass das eine große Rolle spielt, dass er unter Alkohol stand, das ist unsere größte Hoffnung halt, ja. Gestern im Kriminalgericht Berlin-Moabit. Letzter Tag im Prozess gegen Peter G. Dessen Verteidiger fordert Freispruch für seinen Mandanten. Der Polizist habe keine Schuld an dem Unfall. Ja, ich weiß, der erste Gedanke ist natürlich, wie kann ein Anwalt so jemanden verteidigen? Ja, ist meistens ein Pflichtverteidiger, vielleicht ist es auch kein Pflichtverteidiger, der ihm da zur Verfügung gestellt wird. Aber das ist so das Recht und das hat auch einen bestimmten Grund, dieses Recht. Ja, es ist natürlich schwer, hier in diesem Fall das zu begründen oder irgendwie zu verteidigen. Das fällt mir auch schwer. Dass es so ein Rechtssystem gibt, das auch funktioniert und dass jeder ein Recht auf einen Anwalt hat, hat schon in den meisten Fällen, sage ich jetzt mal, auch Hand und Fuß. Ja. Weil oft, ja, das ist halt schwierig. Ich weiß, es ist schwierig, Freunde. Ich weiß, man denkt im ersten Moment, wie kann ein Anwalt das mit sich selbst vereinbaren, dass er hier jemanden verteidigt, der offensichtlich schuld ist. Ja? Ob das jetzt hier bei diesem Unfall ist oder bei einer pädophilen Vergewaltigung oder Mord oder auch solche Sexualdelikte und so weiter, das ist natürlich schwer nachzuvollziehen. Man kann auch ablehnen hin und her, aber dennoch ist es halt sein Job. Es ist halt sein Job und das zumindest zu versuchen, es ist echt schwierig. Vor allem in den Fällen, wenn man halt richtig weiß, ja, er ist schuldig, so. Wenn alle Beweislagen darauf hindeuten, dann ist es halt echt, aber es ist halt immer noch sein Job. Das ist so schwierig. Ich bin schon richtig gespannt auf eure Kommentare. Schreibt das gerne mal rein, wie das ihr alles seht, ja, was ihr dazu sagt, ja, zu diesem Thema. Ob das gut ist oder schlecht ist, am Ende des Tages hat das Hand und Fuß. Es ist sein Job, es ist im Rechtssystem verankert. Wir können froh sein, dass wir überhaupt ein Rechtssystem haben. Vielleicht auch, wenn es sich immer fair beurteilt. Man braucht nur da in die Richtung denken, ist halt mein persönliches Empfinden, wie zum Beispiel Sexualstrafdelikte, wie Vergewaltigung oder sowas in diese Richtung, finde ich, wird noch zu wenig bestraft. Ist meine Ansicht. Ja. Ich bin jetzt auch hier kein Rechtsexperte in dem Sinn und nur meine persönliche Meinung. Bin schon gespannt, was sie dazu sagt. Also richtig gespannt. Immer wieder versucht, Fabi als Mitschuldige, obwohl es eigentlich bewiesen ist, dass sie keine Schuld an dem Unfall hat und es ist echt schwer zu ertragen. Wie könnte sie eine Mitschuld haben? Also einer im Chat hier schreibt, weil sie das Blaulicht nicht gesehen hat oder den Ton nicht gehört hat. Ja, aber bei 130 km/h, ich weiß auch nicht, oder fast 140, ja, da mit einem Horn hinter dir, ja, da hast du ja doch keine Chance, da irgendwie rechtzeitig zu reagieren. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Dann fällt das Urteil. 1 Jahr und 2 Monate wegen fahrlässiger Tötung für Peter G. ausgesetzt zur Bewährung. Bewährung. Die Begründung des Gerichts: der Polizist hätte niemals so schnell fahren dürfen. Trotz Blaulicht, trotz Sirene. Am Ende des Tunnels wären höchstens 60 Kilometer pro Stunde gerechtfertigt gewesen. Deshalb stellt das Gericht ausdrücklich fest, Fabienne Martini trifft keinerlei Schuld. Wörtlich sagt der Richter,
Sie hatte keine Chance. Dennoch, es ist ein bitteres Urteil für die Familie. Das Ergebnis der Blutalkoholmessung hat das Gericht als Beweis nicht zugelassen. Was? 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 Wieso nicht? Weil es im Gesetz steht, oder? Weil es im Gesetz steht, weil es im Gesetz steht, ey. Oder weil halt da vielleicht der ein oder andere am längeren Ast sitzt. Das könnte vielleicht auch der Fall gewesen sein. Es ist einfach ein scheiß Urteil, sag ich mal ganz ehrlich, so wie es ist, ja. Wir hatten eigentlich gehofft, dass er wenigstens keine Bewährungsstrafe kriegt, sondern dass er Gefängnis kriegt. Ja, und jetzt hat er eine Bewährungsstrafe und ein Jahr, zwei Monate bekommen. Da lacht er doch drüber. Deshalb gehen die Martinis in Berufung. Sie haben ihre Tochter verloren, aber noch nicht ihren Glauben an den Rechtsstaat. Boah, was für ein emotionales Video. Was soll ich dazu jetzt noch sagen, außer, ja, fuck the system. Na, Freunde, ich muss aufpassen, was ich sage. Und ich möchte hier auch auf keinen Fall alle über einen Kamm scheren. Aber manchmal fühlt man sich halt schon vielleicht ein bisschen verarscht so. Und da in dem Fall, da geht es mir halt echt sehr nahe, weil das ist halt echt ein Witz. Wenn man da echt einen Beweis hat und den einfach nicht verwenden darf, aus irgendwelchen absurden Gründen auch immer, das finde ich halt dann echt irgendwie komplett absurd und verstehe es einfach hinten und vorne nicht. Hinten und vorne nicht. Ja, und Freunde, ich habe den Spaß jahrelang studiert, also ich kenne mich ja zwar im deutschen Recht nicht so genau aus, aber natürlich wird es wahrscheinlich schon irgendwo rechtmäßig sein, dass man so entscheidet, ja? Die Richterin muss sich ja natürlich auch an das Gesetz halten, aber vielleicht, man weiß ja nie, was alles möglich ist, wenn man halt am längeren Ast sitzt, ja, wie Staatsanwalt oder Polizei und hin und her, aber ich möchte ja auch keinen verurteilen, denn es gibt auch sehr gute Polizisten, unglaublich gute Anwälte beziehungsweise auch Richter und das Rechtssystem ist zu 99,9% so unglaublich wichtig für uns und so unglaublich gut. Da können wir so froh sein, dass es überhaupt eine Instanz da gibt, die einen schützt. Aber in solchen Fällen, da wäre ich schon manchmal wütend. Da wäre ich schon ein bisschen traurig. Also eigentlich schon mehr enttäuscht als wütend. Beides, eine Mischung ist es. Eine Mischung zwischen wütend und enttäuscht. Ja, das finde ich lächerlich, das kann man so nicht hinnehmen, die gehen in Berufung, das heißt, das geht auch auf in die nächste Instanz, wird wahrscheinlich aufgrund der Haftstrafe ein Landesgericht gewesen sein, ich weiß jetzt nicht, das ist jetzt, da geht es ins Oberlandesgericht, das ist jetzt wahrscheinlich Deutschland, da weiß ich nicht genau, wie es funktioniert, also was ist noch nicht rechtskräftig, es ist Bewährung, ja, Bewährung geht dann nicht mal ins Gefängnis und ist halt schwierig. Am Ende des Tages, wisst ihr was, Freunde, am Ende des Tages ist hier ein Mensch gestorben und den bekommen die Eltern hier nie wieder zurück und allein wenn ich mir das Bild hier ansehe, dann bekomme ich da eine Gänsehaut und werde auch richtig wütend und irgendwo auch, ja, bin ich sehr enttäuscht. Wenn man weiß, es wäre nur 60 km/h angepasst gewesen. Wenn man weiß, viel zu schnell gefahren. Wenn man weiß, ja, Alkohol im Blut. Und dann ist man halt nur auf Bewährung draußen. Also das ist halt, keine Ahnung. Also man muss aufpassen, was man sagt natürlich. Und ich kenne auch nicht alle Details. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. In sehr vielen Gerichtsverfahren, da liest man die ersten Sätze darüber und weiß dann auch noch nicht sehr viele Einzelheiten nicht, ja, was da vielleicht noch passiert ist. Und deswegen ist immer sehr schwer, sich ein Urteil über ein Urteil zu machen. Das darf man nicht vergessen und man sollte auch nie voreilig hier Schlüsse ziehen. Aber wenn man sich so ein Video anschaut, geht schon sehr nah. Und ja, bevor ich da jetzt noch tiefer ausschweife, ich bin schon gespannt auf eure Kommentare, was ihr zu dem Fall sagt, wie ihr das seht. Ja, das ist natürlich auch sehr interessant. Ja, schreibt es gerne mal in die Kommentarbox, bin ich gespannt. Aber jetzt bin ich echt mal, ja, schon ein bisschen sprachlos, muss ich schon sagen. Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen.